Also ich habe das Buch gelesen, ich habe sogar die Genzitate, von denen Sie sagen, also die genetisch, auf die Genetik bezogenen Zitate, die Humangenetik, von denen Sie sagen, das hat Sie jetzt weniger interessiert, mir zum Teil sogar rausgeschrieben, um herauszufinden, wo ist das Buch biologistisch. Ich lese es so und glaube auch nicht, dass der Nachweis des Gegenteils bisher gelungen ist, dass Sarrazin im Grunde zwei Dinge sagt. Einmal beschreibt er die demografische Falle und spricht eigentlich von der deutschen Unterschicht und Ja. sagt, wenn eine Gesellschaft durchlässig ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, vor allem wenn Intelligenz partiell, er sagt ja zum Teil, mit durch das Erbgut bestimmt ist, dass die lebenstüchtigeren und intelligenteren aufsteigen oder, wenn sie in der Oberschicht sind und nicht so intelligent, absteigen. Also sammeln sich oben eher die intelligenteren, unten eher im Laufe der Zeit die weniger intelligenten. Und dann entsteht ein Problem, wenn sich die Unterschicht sozusagen vermehrt und die Oberschicht, jetzt mal ganz platt gesprochen, nicht. Und dann sagt er in einem zweiten Punkt, dieses wird verschärft durch eine bestimmte Zuwanderung, nämlich von Muslimen aus Anatolien und den arabischen Ländern vor allem, deren Bildungsferne und Bildungsunwilligkeit er durchaus eher kulturell bedingt sieht, obwohl er auch dort genetische Faktoren nicht ausschließt, aber die Frage lässt er offen. Kann man für Biologismus halten, ich halte es nicht für Biologismus, aber es hat sie nicht gestört, offenbar. Nein, Oder ich Sie habe sagen, es mich ist nicht damit beschäftigt. entscheidend, Ich habe mich ja. damit beschäftigt und kann, meine Bücher sind ja auch so ähnlich angelegt, außer diese Ja. beiden Erklärungsmuster, die benutze ich gar nicht, aber sozialpolitisch zum Beispiel oder dass Familien, die ihren Kindern eben persönlich nicht vorbildlich sind oder tatsächlich bildungsfern sind, das auch nicht nur vorleben, sondern auch so selbstverständlich weitergeben. Wenn eine Braut aus der Türkei geholt wird, die gerade mal lesen und schreiben kann, wie soll jemals dieses Mädchen, dieses Kind, meistens sind sie ja noch sehr, sehr jung, ein Kind hier in so einem hochtechnisierten und wirklich, was auch von einzelnen Menschen verlangt wird, hohe Intelligenz und Flexibilität und Sprachkenntnisse, all das, ja, was, wenn ich wirklich vorankommen will, das erwartet mich hier diese Gesellschaft. Und wie soll ich das mit dieser Mutter das schaffen? Das geht alles gar nicht. Und sie kann für sich selbst ja intelligent genug sein, aber dazu gehören ja noch ganz viele andere Voraussetzungen, um das Kind wirklich auch zu begleiten. Ich habe das so ähnlich so wie Sie gelesen, aber wie gesagt, es passte auch immer schon zu meinen Beobachtungen, diese bildungsfernen Familien, von denen spricht er und ich tue das auch. Und mir hat es gefallen, wie er das beschreibt. Wer ist denn bildungsfern? Sehr anschaulich, Nicht ja. jemand, der das nicht kann, sondern der nicht möchte. Und das ist wieder ein Unterschied. Also Ja. wenn der Vater Und sagt, das ich ist habe eher jetzt das einen Problem bei den Gemüseladen, Migranten, ja, ich bei habe einen bestimmten Gemüseladen Migranten. und wenn ich möchte jetzt vier, fünf, sechs Kinder haben und die Jungs arbeiten natürlich für mich selbstverständlich, weil wir wollen ja reicher werden und dann sind die Kinder bei ihm, die Mädchen werden früh verheiratet, also er bestimmt patriarchalisch, was da passiert und diese Gesellschaft unterstützt diese Form vom Leben und da sagt er gerade, das ist ja, da steckt ja auch Stück Absicht, dass dieser Patriarchat sagt, meine Kinder brauchen keine Bildung. Es reicht, wenn sie für mich arbeiten. Wie erklären Sie sich die Reaktion, vor allem deutscher Eliten auf Sarrazin? Also natürlich, diese Größenordnung überrascht mich ein wenig, aber ich habe das schon seit längerem auch gespürt, dass zwischen der Bevölkerung, also ich bin ja auch sehr, sehr in vielen Städten in Deutschland, wo ich Veranstaltungen zu diesem Thema ja auch halte, also aus meinen Büchern lese und die Zuschauerzahl ist immer, immer immens groß. Und das sind eben nicht irgendwie fremdenfeindliche Menschen, sondern das sind Bürger und Bürgerinnen, die einfach mit diesem Thema sich alleingelassen fühlen von der Politik. Und das beobachte ich jetzt ja wieder. Die Politiker, die haben eine bestimmte Konstruktion von einer Gesellschaft im Kopf anscheinend und dem folgen sie, ob sich ja was jetzt in der Gesellschaft gewandelt hat oder nicht. Das wollen sie nicht wahrhaben und das spüre ich. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, ich glaube, dass das mit der Geschichte Deutschlands zu tun hat. Mit der Aufarbeitung der Geschichte waren die Parteien, besonders die Linken, jetzt haben wir auch noch die ganz linke Partei, die ja sowieso alles Übel an Kapitalismus ja sieht und, das, und die Deutschen sind reich und also Hauptfaktor ist Kapitalismus und dahinter sind die Deutschen, sie sind dann sowieso an allem, auch wenn dieser Gemüsehändler sein Kind nicht zur Schule schickt, der, was soll er machen, der arme Mensch, der lebt ja in so einem kapitalistischen Land, der schafft das ja auch nicht. Und das Böse ist also immer die Gesellschaft. Und dem folgen ja die Grünen sowieso schon sehr, sehr, sehr lange. Alles ist immer an deutschen Schuld, also die deutsche Gesellschaft und die Deutschen selbst sind die Verursacher. Und die SPD macht das auch so ähnlich. Und das ist eine sehr, sehr große Gruppe innerhalb der Parteien, dass jetzt leider die CDU da jetzt auch sich in dieser Mitte sich versucht zu finden und auch diese Richtung auch so vertritt. Ich glaube, damit haben sich die meisten Parteien von den Bürger und Bürgerinnen wirklich verabschiedet. Also ist es sozusagen ein Teil der permanenten Vergangenheitsbewältigung aus Ihrer Sicht, wenn man will, eine Spätwirkung des Holocaust, dass man bei bestimmten Dingen zumindest extrem vorsichtig ist? Also die Wissenschaft unterstreicht das ja und fördert ja auch die Politiker oder gibt den Politikern ja die Analyse und sagt zum Beispiel, ja, das sind alles soziale Gründe, die Deutschland muss noch viel mehr geben, behält das meiste Geld, ja, das sind ja Kapitalisten, behält das Geld für sich und für die Migranten wird wenig Unterstützung gegeben, also es wird, werden immer Gelder verlangt. Was total vielleicht oder abhandengekommen ist, dass die Bürger ja auch ein Stück selbstverantwortlich sind für ihr eigenes Schicksal oder dass man sie dabei vielleicht mehr unterstützen müsste und dass die Leistung, die ich dann bringe für das Geld, für mich als Person ja viel, viel wichtiger wäre, als zu sagen, ich werde ja unterstützt, also lebe ich in einem reichen Land und ich bin jetzt dankbar. Das sagt zum Beispiel auch Sarah Sie. Nein, eine Dankbarkeit kommt nicht, weil das ist ja wie ein Almosen, was ich da halt bekomme und ich versuche das anders zu kompensieren und sagen, ja, ich bin hier trotzdem der Bessere, weil ich ein Moslem bin und weil ich ein Gläubiger bin, also wie man das so, so kompensiert. Und die Deutschen haben sich einen Idealtypus von Mensch so ausgedacht, also jetzt mit Hilfe der Wissenschaft, der analysiert, hilft, hat Verständnis und ansonsten hält er sich zurück, daran zu urteilen, welche Kultur wie gelebt wird. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter, die Wissenschaft, das habe ich jetzt gerade mitbekommen, sowas wie Deutschland gibt es gar nicht, es gibt eine Mehrheitsgesellschaft, dann gibt es noch kleinere Minderheitengesellschaften und diese Identität, Deutsch sein, das ist alles nicht mehr und alle sind Individuen, manche tragen Kopftuch, die anderen heiraten, die anderen bleiben ledig. Also anscheinend sind für diese Wissenschaftler Migrationsforschung, Sozialforschung und auch in der Ausbildung der Sozialarbeit zum Beispiel, wenn sie das lernen, die bieten ja diesen theoretischen Rahmen, so dass wir mittlerweile so wären. Ich habe jetzt von einer Unterschriften Sammlung mit einer These, also da steht das zum Beispiel, da haben sich ungefähr bis jetzt Akademiker, Künstler, bis zu 400 haben schon unterschrieben, das ist auch in einer Zeitung erschienen. Es gibt keine Türken, keine Deutschen, es gibt nur noch Menschen in einer Grenze und da gibt es natürlich auch ein Parlament, aber sowas wie nationale Identität und so, das gibt es alles so nicht mehr. Und wenn ich sage, da gibt es aber trotzdem ein Kollektiv, ja, zum Beispiel islamische Kollektiv, und da lernt der Junge oder das Mädchen zuerst gegenüber den Älteren dienen und gehorchen, die schaffen da nicht raus, wir müssen uns da einmischen, heißt es, ja, da gibt es vielleicht einzelne Familien, aber im Grunde wir sind eine absolut individuelle Gesellschaft, jeder kann machen, was er will.